Hallo Leute und willkommen zurück zu Stranded Deep. Ich habe gerade einen großen Schluck von Kinderpunsch genommen, denn Christian hat welchen mitgebracht, als er erst zwischendurch mal einkaufen war. Ich liebe Kinderpunsch. Am allerliebsten habe ich den, vielleicht kennt ihr den, der ist Schneemännchen oder so. Also ich mag ja generell nichts so Alkoholisches. Das liegt nicht daran, weil ich das, keine Ahnung, nicht möchte oder so oder schlechte Erfahrungen habe oder so, sondern es schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Also ich mag es nicht, dieses Brennen von Alkohol und alles, was halt dazugehört. Ich finde Alkohol, weh. Und ich werde mal ein bisschen was ablegen. Aber ich liebe süße Sachen. Kinderbrötchen zum Beispiel. Und da hat er welche mitgebracht. Oh, der ist. Oh, dieses Albani? Ne, das sind Nudeln, ne? Müsste ich dann nochmal im Kühlschrank gucken. Wir haben ihn da in den Kühlschrank gestellt. Und weil viel Zucker und so weiter, möchte ich davon jetzt natürlich nicht diese ganze Literpackung oder was das auch war, leer trinken, sondern jeden Tag ein Tässchen. Wir haben zwar noch nicht mal Halloween, weil wie ich schon gesagt habe, heute ist der 30.09. Wie in der letzten Folge. Ich nehme das heute gerade beides am Stück auf. Weil sonst die Folgen ausgehen und ihr sonst keine mehr habt. Und ich hatte euch ja schon bei Grow, falls ihr Grow auch verfolgen solltet, habe ich. Ich wollte bloß gucken, ob hier irgendwas noch liegt, aber ich glaube, hier liegt nichts. Hatte ich euch ja schon den Plan genannt, dass wir die Let's Play-Frequenz runterfahren werden, weil wir sind ja momentan bei 4 Slots. Drei davon bedienen aktuell ich. Oh nein, das wollte ich nicht. So. Und einen hat Christian mit Assassin's Creed. Und das wird zu viel für mich. Ich schaffe das einfach nicht. Nebenbei mit Vollzeitjob und dem Haus und dem Garten. Ist voll? Ist voll, glaube ich. Und dann nebenbei noch meine eigenen Hobbys, wie so Stricken, Nähen und all diese Sachen durchziehen zu wollen. Da fehlt mir einfach komplett die Zeit, um das alles zu machen und hinzukriegen. Und ich vermisse es, meinen Hobbys wieder nachzugehen. Zum Beispiel auch mit Ton zu arbeiten und solche Sachen. Habe ich richtig, ich häng fest, richtig Lust mal wieder drauf nach so langer Zeit. Aber es war halt nie die Zeit dafür da, weil. Warum? Machen wir hier drunter. So. Ich will er irgendwie nicht. Aber wir nehmen mal einen Schluggi. Naja, wir werden es hier brauchen gleich. 3, 4. Immer noch einen hier. Und für den Rest werden wir noch einen neuen Stapel. Oh, dass man hier immer hängen bleibt. Neuen Stapel brauchen, denke ich. Mit ein bisschen drehen. Das war ein bisschen wild gedreht. Müsste gar nicht da liegen. Mal. Oh, hier. So. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir es jetzt so machen, dass ein Slot hat ja Christian. Oh nein, ist das auch noch voll. Möchte auch noch einen zweiten Stapel machen. Wie viel haben wir hier? 40. Können bestimmt noch 10 gemacht werden. Ach Quatsch, so rum. 1, 2, 3. Ah, gut, dann ist was los. Und einen Slot macht Christian, wie schon gesagt, und einen mache ich. Und deshalb ist Grow jetzt quasi für den Slot am Auslaufen. Und wir machen das mit den Folgen auch so, dass ihr jeden Tag eine Folge habt. So. Aber die Let's Plays, die jetzt kommen, also aktuell noch laufen, ist ja wie schon gesagt Grow, das läuft aus. Stranded Deep mache ich dann halt entsprechend noch weiter. Und, oh, was ist das? Das Haus der 1000 Türen ist, glaube ich, das andere, was läuft, ne? Habe ich relativ weit im Voraus aufgenommen, weil es ja so viel Spaß gemacht hat, das so lang und am Stück aufzunehmen. Deswegen war ich gerade so ein bisschen unsicher.
Aber das wird weiterlaufen, bis es ausläuft. Und dann wird an einem Tag 19 Uhr das von Christian kommen und dann im anderen Tag dann meins. Was auch immer ich dann spiele. Ich habe halt auch mega Bock, mich nach so einer langen Zeit... Ist das wirklich ein Stein, der mal wieder hier gelandet ist? Der Hammer. Mich nach so einer langen Zeit auch mal wieder intensiv quasi dann einem Projekt zu widmen und nicht springen zu... Oh, Sirene bei mir. Aber was ich eigentlich... Ist hier was? Ist da der Hai oder was? Ich will jetzt nicht reingehen, um zu gucken, weil der ja das letzte Mal schon so durch die Insel gebackt hat. Wisst ihr noch? Jetzt wird es auch dunkel, da will ich erst recht nicht ins Wasser. Ja, wir können ja... Das ist ja ein böses Dingy. Können wir später nochmal gucken. Ich bin gerade auf den Steingeschmack gekommen und wollte gucken, ob hier irgendwo anders noch Steine sind. Aber sieht nicht so aus, ne? Warum sehen die Inseln so nah aus? Sind sie doch gar nicht. Habe ich jetzt vier? Fünf habe ich. Nein! Einer zu viel. Naja. Achso, da habe ich ja schon welche hingelegt. Dann legen wir hier erstmal ab. So, so, damit wir ein bisschen was loswerden. Ich musste gerade mal gucken, ob ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Manchmal vergisst man das so leicht. Kann man bestimmt gar nicht nachvollziehen. Wenn man selber noch nicht aufgenommen hat. Handwerk, Levelaufstieg, yay. Wenn man wenigstens sehen würde, was man so davon hat. So. Dann mal kurz. Gut. Zwei. Da. Kann man schon wieder einen Schluckel Wasser nehmen. Achso, oh. Ich hab das Falsche genommen. Stein damit gemampft. So, den Stein können wir auch hier ablegen. Wir müssen es bis wir ihn gleich brauchen. So, und dann zerdresch... Ah, ich war fertig! Ich würde sagen, dann zerdreschen mal die restlichen Köpfchen, aber da war ich fertig wohl. Okay, Leute. Dann machen wir uns jetzt kurz einen Köppel. Was wir mitnehmen. Warte, das brauchen wir zum Craften. Denn wir brauchen... ich überlege gerade, was wäre am klügsten? Auf jeden Fall ein Shelter. Schade, dass man das nicht schon fertig bauen und reinpacken kann. Da brauchen wir auf jeden Fall drei Stöcker, vier Palmblätter und ein Seil. Lasst uns drei Shelter mitnehmen. Mach mal drei. Oder machen wir vielleicht sogar fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, ich habe vergessen, was wir noch brauchen. Nee, Quatsch. 4 Blätter, also 20 Blätter. Da werden wir glatt noch ein paar los davon. Waren das jetzt 20? Ja. Ich fürchte, das muss man erstmal ablegen gehen. So, dann sind wir hier aber voll. Was halt gleichzeitig bedeutet, dass wir nicht so viel mitnehmen können. So, fünf Seile. Und 15 Stöcker.
Ich habe nicht aufgepasst. Steht hier auch 4? Ja. 3x4 sind 12. 13, 14, 15 Stöcke. Haben wir auf jeden Fall Shelter. Können wir speichern, können wir uns zum Schnarchen legen. Finde ich gut. So. Ich hätte gerne noch was, was wir zum Wasser. Produzieren hätten. Wo wir aber auch immer wieder Palmblätter brauchen. Wenn wir die Palmen einmal abgesäbelt haben, wachsen die ja nicht nach, ne? Höchstens die Yuccas wachsen nach. Also dürfen wir die Insel nicht schnell kahl machen dann an der Stelle. Wir haben auch keine andere Form von wegen abkochen oder so, ne? Haben wir alles nicht. Ne. Ne, nicht wirklich. Okay, okay. Dann hat das Messer ein Verfallsdatum? Ja, ne? Bräuchten wir auf jeden Fall ein Messer. Also wir stellen einfach auch 5 Messer her oder sowas, die wir mitnehmen. Brauchen wir 5 Seile, 5 Stöcker, 5 Steine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Brauchen wir erstmal die Kollegen. 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4 und 5. Drei, vier und fünf, sehr gut. Der hat aber, sehe ich gerade, die Steine von hier genommen. Naja, egal. Ein Zündelhölzchen könnten wir ja mitnehmen. Messer ist Verbrauchsgegenstand, das geht kaputt. Aber das Zündelhölzchen, wartet mal. Das können wir auf dem Schiff mit uns mitschleppen. Ne? So, gut. Das zum Fangen. Hier, Messer. Zündelhölzchen. Gut. Uns geht's auch noch gut. Genau, Messer verbrauchen sich. Dann. Jetzt können wir pennen. Können Sachen schlachten. Jetzt müssen wir noch Sachen braten oder lange haltbar machen. Oder hier Wasser. Die beiden Kollegen brauchen wir jetzt noch. Also, brauchen wir ein Lagerfeuer. Das sind 3 Steine und ein Stock. Bin ich denn blind? Dafür brauchen wir ja auch noch ein bisschen mehr Holz, ne? Ah, hier ist es. So, dann hätten wir Feuerstelle produziert. Mich nervt, dass das einfach nicht springt.
So, die Feuerstelle ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drei Steine und 1, 2, ein Stock. Das sind jetzt drei Lagerfeuer. Dass die Blätter und so weiter, die wir dafür gebraucht haben, für das Shelter, das kann man dann auch noch für den Destillierer nehmen. Wir müssen dann sowieso ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Wartet mal kurz. Bei meinem Handy ging ein Alarm und der ging mir ein bisschen auf den Sack. So, wir müssen auf der Insel Essen haben. Wir gucken mal. Bratspieß ist jetzt nicht so teuer. Da brauchen wir einfach nur wieder drei Stöcker und ein Seil. Anstatt hier... Na gut, da brauchen wir auch bloß einen Stoff. Drei Stöcker, ein Seil und einen Stoff. Dafür haben wir lange Essen. Drei Stöcker und ein Seil und ein Stoff. Drei Stöcker und ein Seil und ein Stoff. Nehmen wir auch drei mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ne? Ach. So, dann haben wir... App, spring! Ich hab vier weiter vorne gedrückt. So. Dann haben wir... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So. Das haben wir. Und jetzt müssen wir noch den Stuff für den Destillierer zusammensuchen. Und zwar ist das eine Kokosnussflasche. Habe ich hier eigentlich eine leere? Ne, aber wir können... Ja, können wir gleich machen. Wir brauchen eine Kokosnussflasche. Ah, hier brauchen wir auch Stoff dafür. Ein Seil, ein Stoff... Blätter und drei Steine. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Ein Seil, ein Stoff. Blätter nehme ich gleich viel mehr und drei Steine. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, Blätter nehmen wir den restlichen Haufen hier wahrscheinlich mit. Dann brauchen wir gleich noch die Kokosnussflaschen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Steine. Ist voll das Ding. Stein kann ich hier noch reinmachen. Das ist doch was. So. Hier kann ich noch... Wir werden auf der Insel zwar auch Stöcker finden und so. Aber trotzdem möchte ich, falls wir irgendwie was abgegrast schon haben, ein bisschen Stuff parat haben. Das sind alles Vierer. Hier ist voll. Da sind Stöcker. Das snacken wir mal kurz. Guck mal, wie nah diese Insel aussieht. Schräg. So. Jetzt müssen wir noch Kokosnussflaschen machen. Mal eins. Und kurz die andere noch. So. So, dann nehmen wir das da. Und packen das wieder drunter. Hier hat man nochmal eine Kokosnussflasche gecraftet, sonst nehme ich die Kokosnüsse. Verbrauchsgegenstände. Ah, da braucht man auch ein... Ach, da brauche ich eine ungeöffnete Kokosnuss auch noch. Ach, kacke. Atmungsboost.
Ah, hier ist noch eine größere Wasserflasche mit Lehm allerdings und so. Ei-Abwehrmittel. Okay, wir nehmen einfach noch viele Seile mit, weil Kokosnüsse. Die ich jetzt. Kann ich hier irgendwo Nüsschen erspähen? Nicht so, ne? Nicht mal da oben, glaube ich. Das ist halt irgendwie kacke, dass auf der eigenen Insel dann nichts mehr wächst. Scheiße kaputt gemacht. Naja, wir bleiben an diesem Ding hier hängen. Und dann machen wir folgendes. Wir nehmen noch ein paar Seile mit. 1, 2, 3, 4, 5. So. Man weiß ja nie. Dann hat man ein paar Seile mehr am Stissel. Warte mal, ich konnte hier, glaube ich. Nee, oder hier. Konnte ich noch ein paar Seile reingeben. Ich mal gucken, ob hier noch irgendwo... Ich glaube, 4 Seile könnte man stacken, ne? Und hier noch eins. Ah, da. Okay. Kokosnuss lasse ich dann mal zum Snacken auf der Hand. Ich glaube, dann sind wir jetzt recht gut gerüstet, um zu reisen, Leute. Was war das? Wasser? Ja. Schlürfen wir nochmal. Dann sind wir nämlich voll. Und wir sind noch bei 22 Minuten. Was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt aufs Ohr hauen und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg und reisen. Ich würde dann noch hier so eine Salbe und so ein Gegengift mit einsammeln. Einfach damit wir unterwegs, falls uns was passiert, auch was machen können. Und dann... gucken wir mal, ob die Map wirklich funktioniert und wir irgendwo ankommen. Oder? Doch eine gute Idee, oder? Wir können ja auch zwischendurch erstmal Halt machen, dass wir in irgendeine Richtung gehen. Ich würde auch auf die Map hier gucken, die ich gerade vor mir habe. Hier drüben ist der Norden. Da müsste theoretisch... also auf meiner Map meine ich, hier im Spiel muss ich es erstmal mit dem Kompass checken. Und dann gucken wir mal... Stück für Stück, welche Insel hier was ist. Könnten auch theoretisch direkt zu diesem Boot fahren. Könnten wir natürlich auch machen. Wir gucken mal. Das Boot wäre eigentlich ganz nice, ne? Liebe Leute, wer Bock hat, dabei zu sein, der schaut in der nächsten Folge nochmal rein. Wahrscheinlich sollten wir auch einen Hammer mitnehmen, falls wir Sachen bauen müssen. Nehmen wir einfach mal den hier mit. Ich denke nicht, dass wir Sachen anbauen werden auf anderen Inseln, wenn dann werden wir Fische und so... wegballern. Ja, vielleicht ist das Fernglas auch ganz nützlich. Können wir auch mal mitnehmen. Ein Fischspießer haben wir ja schon. Ich glaube, diesen Stuff brauchen wir erstmal nicht. Gut, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es losgeht, die große Fahrt. Bis dann. Tschüss.